So, hallo, der Marc vom Piercing Studio Wien und ich habe jetzt eine ganz liebe Kundin da, die Christine. Wir sind eine Stammkundin von mir, die war schon sehr oft da und da haben wir schon ganz viel gestochen. Unter anderem. So, und dazu darf ich ihr ein paar Fragen stellen und sie wird euch da einfach mal ein bisschen was dazu kurz erzählen. Und das hat sich so ganz spontan ergeben, weil ich natürlich normal nie darüber reden würde, wenn ein Kunde hier bei mir stechen war und sich ein Piercing sticht, zum Beispiel jetzt am Ohr. Und ich filme das und würde nicht sagen, hey, macht ein Intimpiercing und alles verrutscht und so. Sondern das würde ich natürlich aus Seriositätsgründen nicht machen, wo kommen wir denn da hin? Aber wir haben kurz in der Filmpause drüber gesprochen. Und dann sage ich, du, sag mal, sie hat gedacht, die Kamera läuft. Und sage ich, na, läuft nicht. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn du damit kein Problem hast, dann frage ich dich mal ein bisschen was. Weil ich weiß, einige von euch da draußen würden gerne mal wissen, ob das wirklich weh tut oder nicht. Und wenn ich sage, das tut nicht weh, und wenn im Internet viele schreiben, KVH vertikal tut nicht weh, dann sagt er, ja, das stimmt doch nicht. Also das ist alles nur erfunden. Und deswegen hört euch an, was sie zu sagen hat. Und dann schauen wir mal, ob ihr das glaubt oder nicht. Also viel Spaß beim Video. So, der Marc vom Piercing Studio Wien und die Christine ist da, eine ganz liebe Stammkundin auch mittlerweile von mir. Ja. Ja. Und heute hat sie das Gewitter mitgebracht. Zumindest warten wir drauf, dass es jetzt endlich mal donnert und blitzt hier. Blitze, also nicht ins Studio schlagen hier, ist ja alles gut. So, was hast du uns heute mitgebracht? Wir machen einen Ausgleich zu dem Inner Conch. Ja. Schaut schön aus, gell? Nein, wir hatten es gestochen. Na, wer hat das gestochen? Wir verraten es nicht. Ja. Schön. Da drüben, ja, der Dave, der braucht. Der braucht. Den muss ich ja fast nochmal zubiegen. Der Ring ist ein bisschen aufgegangen. Ja. Und das ist wichtig, diese offenen Ringe, wenn man die diesen Piercingstellen trägt, dass die eng zu anliegen. Das biege ich nochmal zusammen, weil wenn der offen ist und den Stich keiner berührt, dann ratscht der immer ein bisschen. Ja. Dann reißt er das immer wieder ein. Also wichtig bei so offenem Schmuck, dass man den immer wieder zubiegen. Wobei ich ja eigentlich generell kein so großer Freund bin von diesen dünnen Ringen. Wirklich? Ja? Nee, das habe ich auch damals ganz sicherlich betont und thematisiert, ja, auch wenn die Kamera nicht lief. Mhm. Weil die Ringe, wenn sie dünner sind, halt einfach immer, du hast, wenn du ein bisschen hängen bleibst, immer mehr Zug, also auch weniger Fläche und dadurch reißt es natürlich auch immer ein bisschen mehr ein. Aber noch ist das schön ist, oder? Schön ist. Oben hast du einen normalen Ohrring gekriegt. Ja, genau. Warum denn sowas? Ich hatte auch Kissenschmuck. Warum tust du mir das an? Das blutet an mein Herz, wenn ich sowas sehe. Wahrscheinlich extra nur, um mich zu ärgern, das Zeug vorher reingetan, alles. Ja. Natürlich die ganze Nacht wach gelegen oder nichts. Wie kann ich ihn heute mal richtig auf die Schippe nehmen, den Mann gesagt? Willst du da unten einen Ring tragen später? Ja. Damit ich es dir an der Stelle, wo ich es schön finden würde, zeige ich dir mal. Das passt. Guck dir da mal im Spiegel an. Hast du die Sprache verschlagen, Barbara? Ja, alles gut. Ein bisschen weiter unten hätte ich es noch gehört. Kann man, natürlich, klar. Das ist also so richtig in der Falte drin. Ja. Wird für die Arbeitung halt ein Tick komplizierter, weil wir jetzt gesagt haben. Aber wer schön sein will. Ja. Und nur Äußern, oder? Also wenig. Mhm. Eine Kundin aus Ostfriesland da, die ist extra zu uns runtergekommen, über 1000 Kilometer. Und die hat gesagt, sie versteht teilweise das gar nicht, was wir hier reden, oder muss sie das ganz oft anhören. Ne? Perfekt. Passt? Mhm. Weil die den Dialekt, weißt du, das, wir reden ja nicht schlimm, aber das ist für jemand aus Ostfriesland, die so richtig Deutsch reden, voll schon die Challenge, ja? Was wir da teilweise. Wir reden jetzt hier brav. Bin ich nicht brav hier. Du kannst aber richtig Gas geben jetzt, oder? Nein. Och. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal in der Schweiz, in Zürich und habe dann, war in dem Planet Hollywood, das gab es damals ganz neu, und bin da rein und wir wollten das bestellen und dann war ein Schweizer Kellner, ein farbiger, ja, und dann hat der Schweizerdeutsch da, ja, grüße mich dann an und irgendwie und hin und her und dann habe im ersten Moment echt nicht gewusst, was der für eine Sprache mehr spricht. Ja, obwohl ich wusste, ich bin in der Schweiz, weil von einem Farbigen nach wie vor diesen krassen Dialekt einfach nicht erwartest. Du erwartest immer ein bisschen einen ausländischen Slang. Dann, meine Frau hat dann auf Englisch halt den geantwortet und dann irgendwann haben wir es dann schon, also natürlich geschnallt, aber es war echt voll peinlich am Anfang, weil wir halt echt nicht gewusst, dachten, was will der eigentlich jetzt von uns, ja? Ja. Und ich finde es auch teilweise echt lustig, wenn ich asiatische Mädels habe oder auch hier eine Afrikanerin oder so,
und die dann voll den breiten Wiener Dialekt rausholen, ja, wo du denkst, ja, die sagt jetzt hallo oder ja, redet jetzt ein bisschen ausländisch, hast du das, denkst einfach, und dann haut die dir einen Dialekt hin, wo du sagst, das ist unpackbar. Unpackbar, ja, das kann so gar gut, kann nicht mehr ich Wienerisch, ja. Ich kann ja gar nicht Wienerisch reden. Nein? Na, ein bisschen, aber was denke ich. Das ist nicht so, ich kann es auch nicht. Nicht? Ja. Das sind wir schon zu zweit, Barbara. Was machen wir denn für ein Steinchen rein hier? Ein durchsichtiges Kettler. Weiß? Mhm. Ich hätte zwei Optionen. Ich hätte eine 2,5er Kugel oder eine 3mm Kugel. Was sagt der Chef? Was ist gut? Und wer ist der Chef? Was bin ich das? Die kleinere, glaube ich, ja. Ich hätte gesagt, das ist schöner. Ja, weil es sieht richtig süß aus. Also was wir bei der Barbara quasi machen, ist so ein Low-Conch. Das gibt es keinen richtigen Namen dazu. Ich sage dazu immer so ein Low-Conch. Das ist eigentlich so ein fünftes oder sechstes Ohrloch, wenn man sich so auch irgendwo machen, berechnen würde. Und ich finde die Fische aber mega schön. Die sind nur leider Gottes, so schön wie die sind, so anstrengend sind sie am Anfang mit der Heilung ein bisschen. Also auch nicht so ein easy Piercing, ja. Also gewählt. Sehr gute Wahl, ja. Aber was die, was man nicht alles macht, ne? Wirklich schön. So, wir machen mal kurz Pause. So, so, da sind wir wieder. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Die Liebe verrät uns nämlich ein kleines Geheimnis, nämlich ob ein Intimpiercing wehtut oder nicht. Weil jetzt, absolut nicht. Weil wir jetzt gerade herausgefunden haben, dass ich das verraten darf, dass ich ihr eins gestochen habe, weil normalerweise hätte ich natürlich das nicht erwähnt. Mhm. Ich habe schon Angst gehabt, dass du mir vorher nervös wirst und ich gesagt habe, ja, du warst schon ein paar Mal bei uns und du denkst, hoffentlich sagt er nichts, aber in Wahrheit ist ja überhaupt nichts Schlimmes dabei, aber ich will natürlich nie einen Kunden, wenn er, wenn ich nicht vorher frage, ob ich darüber sprechen darf, vor der Kamera darüber reden. Also, da würdest du sagen, das Piercing am Ohr tut mehr weh als ein klitoris Vorhaut-Piercing? 100-mal mehr weh. Das war wirklich extra unspektakulär. Extra unspektakulär. Ja. Da habe ich mich sogar zweimal machen müssen, gell? Das ja, ist einmal verloren gehabt oder was? Ja. Und dann ist zugewachsen und dann haben wir es nochmal gemacht. Ja. Und beide Male überlebt. Absolut. Da hört ihr es. Weil wenn ich immer sage, das tut nicht weh, dann sagen die Leute immer, ja, der Marc und so, der wird das jetzt halt sagen, damit ich irgendwie hier mich, damit man kommt und sich das traut und so, aber ich sag den Leuten schon immer sehr ehrlich, und meine Stammkunden wissen das ja auch, ups, die Kugel ist weg, du hast die Kugel verjagt, die war gerade noch drauf, jetzt habe ich sie draufgeschraubt, sie ist heruntergefallen. Das ist die Rothaarige in dir, glaube ich. Ja, Hexe. Ja, glaube ich. Jetzt ist aber gleich noch gewittert und blitzt du, dann... Ja. Dann darfst du mal rüber kommen. Habe ich dir mitgebracht. Nee, also das, viele Leute denken halt immer, ja, der Markt, der sagt, bei allem tut nicht weh, aber ich bin bei meinen Kunden immer ehrlich und sage schon wirklich, ob ein Piercing wehtut oder nicht, aber das Intim ist wirklich ein Klaxi, dort sind die Ohren schlimm. Absolut. Und von der Verheilung, was kannst du da sagen? Unspektakulär, läuft wirklich einfach. Zwei Wochen, im Schnitt zwei, drei Wochen, aber es ist verheilt, gell? Ja. Guckst du dir mal in den Spiegel. Sehr gut. Vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen dein Köpfchen in die Kamera drehen. Mhm. Kommt mit dem Tick so nach vorne. Yes, da haben wir ein sehr schönes Piercing. Mhm. Und habt ihr auch gerade gesehen bei dem Dave, der Ring, der ist jetzt ein bisschen offen und das ist natürlich nicht optimal. Wie lange hast du den jetzt, Christine? Wie lange haben wir es? Wann war wir? Ich habe meins ein Jahr. Meistens öfter. Ja, ich glaube zwei Monate vielleicht. Eineinhalb. Ja, da schwer ich jetzt zu sagen. Werde ich mal wieder zubiegen. Mhm. Ja, vor zwei Monaten haben wir es gewechselt oder so, das stimmt schon. Ja. So. Jetzt war es vielleicht ein bisschen gemein, weil ich das jetzt mit zwei Zangen synchron machen muss. So, passt. Gut, jetzt überlappt da. Passt, jetzt kann das nicht mehr so reinrutschen. Mhm, super, danke. So, also dann haben wir mal das Conch gestochen. Hast du kurz irgendwie eine Frage dazu? Ich kenne mich aus. Perfekt. Dann sage ich mal danke, dass wir dich haben filmen dürfen und dass du auch so ehrlich gesagt hast, dass das nicht schlimm ist. Das finde ich nicht gut. Dann nimmst du wahrscheinlich viel die Angst, weil die meisten Leute denken im Kopf immer, das ist auch, wenn ich gefragt werde, hier ein Zungenpiercing hast du nicht, oder? Nein. Weil können wir das machen eigentlich, ne? Ja, nächstes Mal. Weil die Leute haben immer meist Angst vor Zunge und vor dem Team. Da denkt man irgendwie im Kopf, das muss am schlimmsten sein von allem. Weil das zwar so Körperstände sind, wenn du Gottes Willen, aber eben genau das Gegenteil ist das. Gar nicht, das war wirklich. Ein Klacks. Gut, super. Also, danke dir fürs Zuschauen und danke dir fürs Kommen. Danke. Bis bald. Tschüss.